Und ich kriege so okay, mal ganz spektakulär Bilder serviert. Wir gehen an die Arena für den Pferd. Guck mal selber, was da ist, du mal Thema weg. So, Camille, also, etwas Schönes Neues. Ich bin Lomol heim mit den zwei coolen Kollegen, dem Poli und dem Kastberger vor, von der Robbescheuer. Hier bei mir steht der Philipp Brocke, der mir das ganz so gewiesen hat und erklärt hat, wie ich da vorhin war. Mega flott. Hin ist responsabel von der Schaffpferd. Aber wer das natürlich am meisten interessiert, wir sehen hier so eine Maschine, die hat heute noch gebraucht. Ja, das ist effektiv eine neue Maschine, die wir neu gekauft haben. Die kommt zwar aus Amerika. Wir haben heute noch einmal der Besuch für auch mal der Schaffpferd Sachen zu machen. Also wir sind hier auf der Robbescheuer eben auch Kompetenzzentrum für Schaffpferd. Und wir weisen eben, wo am 21. Jahrhundert auch noch immer halt Schaffpferd sinnvoll können angesetzt gehen. Und du hast eben hier unser Mähbalken, eine von den Sachen, wo man zum Beispiel an Naturschutzgebieten, aber auch auf den Wanderwehen, wo viele Touristen unterwegs sind, gerne mal das Schaffpferd da auftreten, für dann da auch können die Wehen zu mähen oder eben Naturschutzgebiete zu mähen. Kann dann durch jeder Rennen sich melden bei euch? Also, wir können am Anfang immer, also wir weisen keinen auf, wir gehen für jeden den richtigen Rot. Wir probieren natürlich auch mit den Prestatären, die heute zu Lützeburg unterwegs sind, dass die alle gut noch hier Erbicht kriegen. Also, wir setzen uns dafür an, dass der Beruf vom Holzrecker, aber auch den überhaupt mit dem Pferd fährt, noch immer rumkommt. Und da wollen wir eben auch so machen, dass die Privatleute, die sich dann noch immer halt engagieren, dann auch genug Erbicht tun. Das heißt, für dich vermitteln wir mal. Aber wenn dann kein Erbicht kann durchfahren, dann sind wir natürlich auch da, für die Erbischen zu überholen. Das fand ich eine super Sache. Ich meine, wir lancieren die Maschine, weil bei mir ist sie just was hingefahren. Ich würde die Maschine nicht dürfen ummachen. Das heißt, Philipp lässt der Charles, pardon. Der lässt heute den Mehlbalken ruf. So. Voilà. Und dann ist es ganz flott, weil das Ganze funktioniert ganz mechanisch. Genau, wir fahren hier ohne Motor, das ist just gedrift drin und das geht über Träder auch gedriven. Wir probieren das mal. Also mit Kuss fangen die uns sich zu bewegen, das fand ich schon ein bisschen cool. Ja, also wir erzählen den Kanada eben noch immer so. Als Pferd, du brauchst mal nicht irgendwo mit Gewalt in zu machen. Für dich froh, dass wir mal live an den zwei Kusse schicken. Und ihr seht, das geht einwandfrei. Die Poli und Kasta sind natürlich auch richtig ausgebildet dafür. Sie wissen, was sie machen. Und das ist enorm wichtig, wir können so Abisch eben noch sicher zu machen. Ja. So Abisch sicher zu machen, für das für Mensch an der ja alles klappt. An welchen Gebieten geht das heute dann noch ganz viel angesagt? Ja, also wie schon gesagt, eben die Naturschutzgebiete, wo doch Nase ist, ne? Also Pferd hat viel mehr Probleme, wie die schweren Maschinen durch die Nasgebiete zu fahren. Bleibt nicht so sehr da stehen. Da können wir mit dem Pferd noch immer irgendwo fahren, wo man mit den Maschinen einfach alles für Futter machen. Dann noch, wo sensibel Böden sind, wo man nicht so viel verdichten sollen, da machen wir das dann auch schon mal gerne mit dem Pferd am Platz mit einer schweren Maschine. Also absolut eine Sache, die flott ist, auch für Biodiversität, was ja auch ein ganz großes Thema ist heute auf der Fracht. Kommt unbedingt an Pferdsdorf, scheint Charles fährt heute noch ein Zeitchen. Kommt erst nur gucken, kommt erst die zwei Live-Pferde gucken und dann schicken wir mal zwei Kussen zurück und das kann mit. Ah, das ist aber leid. Vielen Dank, Lisa.